Die Königsdisziplin des Barbecue. Brisket. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute gibt's was Cooles, denn heute machen wir ein Raspberry Beer Brisket. Warum so kompliziert? Nun ja, wir beginnen mit Raspberry Beer. Das ist Himbeer Ginger Beer. Zu bekommen im Oxford Shop in Köln. Eignet sich hervorragend für Soßen, Marinaden etc. So sieht das aus. Wir füllen etwas davon in ein Glas und holen unsere Injektionsspritze. Dazu gibt es Pit Powder von Ankerkraut, der Rub von Thorsten, von den Barbecue-Wieseln, den er jetzt exklusiv auf Ankerkraut vertreibt, und dazu ein 5 Kilogramm Brisket. Geschlachtet, aufgewachsen in Deutschland, musste nicht um die halbe Welt fliegen, damit ich es esse. Und wir beginnen mit der Marinade. Wir haben etwas in unsere Marinadespritze aufgezogen und pumpen das einmal durch das Brisket durch. Das ist jetzt noch zusammengeklappt, ich erspare euch das nachher mit dem Aufklappen. Einfach von allen Seiten munter die Marinade verteilen. Ich glaube, ich habe ca. 200 ml insgesamt in dieses Brisket gepumpt. Wenn das soweit erledigt ist, können wir mit dem Pit Powder beginnen. Wir rubben das komplette Brisket einfach von allen Seiten. Auch hier von allen Seiten, ich erspare euch noch das Aufklappen in der Mitte, das ist ja wirklich ein Riesen-Oschi. 16:9 hätten wir gebraucht, oder sogar noch mehr, wie heißt dieses andere Format, egal. Von allen Seiten, danach in Frischhaltefolie einpacken und das Ganze für 24 Stunden in die Kühlung legen. Von dem schummrigen Licht der Küche dann raus. Der Grill ist vorgeheizt, der Monolith vorgeheizt, habt das gesehen. 8:45, 112 Grad. Wir befreien unser Brisket. Ich habe mal die Taschenlampe mitgebracht. Und legen das bei indirekter Hitze auf unseren Monolith. Und dann heißt es abwarten. In der Zwischenzeit können wir hier so eine Sprühflasche mit etwas von dem Himbeerbier befüllen und damit können wir das Brisket zwischendurch aufsprühen. Das ist jetzt, glaube ich, 10 Stunden oder so her. Wir sind schon am frühen Morgen. Ihr seht, schon leicht eingeschrumpft. Und das wiederholen wir alle paar Stunden einfach zwischendurch immer schön von dem Bier draufpacken. Kleiner Zwischenstand, 11.36 Uhr, 90 Grad, 112 Grad, Thermometer, Grilltemperatur immer noch. Der Monolith hält, was er verspricht. Temperatur wie festgenagelt. Und immer wieder mit dem Himbeerbier besprühen. So, ich wusste nicht, ob ihr es sehen konntet. Es sind jetzt 13 Uhr. Wir sind bei sage und schreibe 93 Grad. Ein letztes Mal einsprühen. Und dann warten, bis das Brisket 95 Grad hat.
Wie ihr sehen könnt, ist es herrlich weich. Wunderbar. So, es ist geschafft. 14.15 Uhr von 20.45 Uhr am Tag davor hat also dieses 5 Kilo Brisket bis 14.45 gebraucht, bis es gut war. Wir teilen das jetzt mal. Es würde ohnehin auseinanderfallen. So zart ist das und so saftig. Deshalb habe ich das einfach mal jetzt am Grill in der Mitte durchgeteilt, da wo auch das Brisket gefaltet war. Das ist so saftig, da muss man echt aufpassen, dass man es überhaupt vom Grill runterkriegt. Sensationell. Ihr seht das, wenn man da drauf drückt, der Saft läuft nur so raus. Ich schneide es einmal für euch an, es ruht noch. Gleich kommen die Gäste. Wir können uns auch gleich nochmal das andere Stück angucken. Guck mal, wie zart das ist. Zack. Oh, ist so lecker. Sehr cool, der Pit Powder Kombination mit dem Himbeerbier. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Sehr cool. Ja, an der Stelle noch einmal der Hinweis, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen abonniert. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn ihr Fan von Beef Brisket seid. Ich lasse euch noch ein paar Fotos da. Freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Würde mich freuen, wenn ihr es auch mal ausprobiert. Besucht auch meine Fanpages Twitter, Google+ und Facebook. Ich danke euch fürs Zuschauen. Da läuft's raus. Ich bin raus, euer Markus.